Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Feuerwerks-Prospekt-Video. Heute haben wir den Müller. Das Prospekt habe ich von Hotas Chili bekommen. Der hat das bei Molochbook, ihr kennt es als Facebook, gefunden von einem Danny. Ich habe das extra zurechtgeschnitten, dass man den Namen unten nicht sieht, weil da ist auch der Nachname mit bei. Nicht, dass der da irgendwie was gegen hat. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Ich hoffe, es ist okay, falls er das sehen sollte. Und wir fangen einfach mal an. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an euch beide, an Chili und an ja, den Danny fürs Hochladen des Prospekts. Ja, wir haben hier zuerst einmal, wie ihr seht, Nico und die Preise haben es in sich. Die Isle of Unicorns, ja, eine ganz normale, schlichte, langweilige Fontäne für 13 Euro, absolut keine Kaufempfehlung. Ich glaube, die hat im letzten Jahr 9,99 gekostet. Dann haben wir hier die Mephistos Fire oder wie sie hier heißt, die Profiline 240. Ja. 8,99, also 9 Euro, es ist zu viel. Sorry, also die Mephistos Fire ist ja ganz cool, aber jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, 50% teurer. Ich glaube, die war 4,99 im letzten Jahr. Jetzt 8,99, es ist ein bisschen heftig. Gut, Müller war ja eh immer schon ein bisschen teurer. Kann auch sein, dass die 5,99 gekostet hat, aber 9 Euro es ist zu viel. Ist meine Meinung. Steam Train, hier haben wir so einen kleinen Verbund mit drei Batterien. Der war ja sowieso nie wirklich geil und ist es, glaube ich, auch teurer geworden. Das Ding kann ich euch auch nicht empfehlen. Dann haben wir hier das Graffiti. Das hatte, glaube ich, zuletzt 9,99. Wenn ich mich nicht irre. Wir haben hier 2, 4, 6, 7 Raketen drauf. Pro Rakete, wisst ihr ja, kann man ja immer in Euro rechnen. Dann haben wir hier, ja, Knallerbsen. Das sind auch Knallerbsen. Paar andere Sachen und ein paar Böller würde ich jetzt keine 14 Euro für hinlegen. Daneben haben wir die Goldraketen von Nico. Die hatte ich einmal. Die waren gar nicht schlecht, aber für 5 Raketen 12 Euro bezahlt, finde ich, ist schon, ja, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen würde. Dann haben wir hier Rölis, 3 Stück mit 15 Schuss. Ja, braucht man sich jetzt nicht unbedingt kaufen. Wer Rölis mag, kann sich das mitnehmen. Für 3 Euro würde ich da aber auch dreimal überlegen, weil im Endeffekt, ich denke mal, hier war jetzt, ach nur, hier ist noch gar kein Set gewesen, aber in vielen Raketensets habt ihr ja immer ein Röli dabei. Gut, die schießen halt nur 5 oder 8 Mal oder im höchsten Fall 10 Mal. Ja, aber müsst ihr aber wissen, ob es euch das wert ist. Dann haben wir hier die Hero, das ist eine 25-Schüsser für 12,99 Euro. Sagt mir jetzt nichts. Von irgendwoher kenne ich die, das ist auch irgendeine Umlabelung. Aber mir fällt jetzt nicht ein, welche das ist. Wer es weiß, kann es ja mal sagen. Aber 13, ja. Dann haben wir hier das Lichterfest. Da muss ich sagen, dass hier allein dieses Set, wenn das dieses F1-Set, was hier mit bei ist, das erkennt man jetzt leider nicht ganz so gut. Das kostet ja allein schon 6 Euro und dann vielleicht hier und da, ja. Es gibt auf jeden Fall bessere Sets, vielleicht das Leuchtspektakel noch vom Lidl, je nachdem, was das halt kostet, ne? Ansonsten, ja, gut, der ein oder andere, der sich nicht auskennt, wird sich das eh kaufen, ne? Aber es ist halt zu viel. So, dann haben wir hier, Junge! Okay. Für die ganze Familie das Powermix für 24,99. Also, ich habe wirklich noch nie so ein teures Familiensortiment von Nico gesehen. Außer halt bei irgendwelchen Großhandel-Dinger oder so, glaube ich. Aber das ist definitiv liegen lassen Empfehlung. Also eine Empfehlung, es liegen zu lassen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Können wir mal im großzügigen Teil rechnen, dass wir bei 10 Euro sind bei den Raketen. Die zwei Wirbler kosten vielleicht 2,50, Knallerbsen. Ja, Silbertaler, hier zwei Vulkane, hier ein paar Fontänen. Was das ist, weiß ich nicht. Irgendwelche Speedies oder so, ein paar Böller. Sorry, aber definitiv keine 24,99. Ich glaube, das hat im letzten Jahr 17 oder 18 gekostet. Das wäre jetzt natürlich mal gut, wenn man die Prospekte hat. Leider haut man die ja immer direkt weg. Eine Wunschrakete, die eigentlich immer im Schnitt 2,99 gekostet hat oder 1,99 für 5 Euro. Das ist im Endeffekt eine ganz normale, stinknormale Rakete. Ja, ihr könnt auch in irgendeiner anderen irgendwo so einen Schlitz reinmachen und einen Zettel reinschreiben. Ja, weiß ich nicht. 7,99 Euro, das World of Thunder, das ist absolut nicht wert. Wir haben hier Super Böller 2, glaube ich. D-Böller, Packet Cracker oder so sind das hier. Und paar B, das ist, nö, definitiv nicht. Die Funky Monkey, die hatte ich vorhin schon in irgendeinem Prospekt. Für 7,99 war die schon nicht zu empfehlen. Und für 9,99 definitiv erst recht nicht. Der Ludwig der Zweite ist eine schöne Verarsche. Hab da 120 Leuchtkugeln, also Rölis, für 13 Euro. Also, das ist wirklich schon ein bisschen heftig. Also, man konnte sich ja das noch vielleicht irgendwie hier schönreden mit den Dingern, aber. Das ist definitiv zu viel. Wirklich. Das Ding hat im letzten Jahr irgendwo bei, ich glaube, Eishalle Essen oder so hat das Ding 7,50 Euro gekostet. Dann 10 Euro jetzt und hier, die wollen sogar 13 haben. Nein, danke.
Dann haben wir hier einen weiteren Verbund, den Battle Arena für 45 Kröten. 100 Schuss haben wir hier. Steht hier irgendwas zu NDM? Nö, hier oben 109 Sekunden oder so. Achso, 100 Schuss mit 109 Sekunden, glaube ich. Hä? Okay, achso, verschiedene. Ah, okay, gut. Die haben hier die einzelnen Schüsse. Deswegen, okay, gut. 165 Schuss hat der Kasten. Ja, weiß ich jetzt nicht. Sind fünf Dinger drauf verbaut. Hier 1, 2, 3, 4 und in der Mitte ist noch einer. Braucht man sich, glaube ich, gar nicht angucken. Das Wheels of Fire, das ist ja so ein, ja, abgeschwächtes, ich sag mal, wie heißt es? Rocket Rally, ne? Nur halt 21 Raketen für 25 Euro. Die Nico-Raketen, die sind ja jetzt nicht so schlecht, ne? Also, wenn ich wirklich nochmal ein Set von Nico-Raketen haben wollen würde, wenn es jetzt hier beim Lidl keins geben würde, ich würde das persönlich eigentlich schon fast noch am ehesten mitnehmen von diesen ganzen Dingern hier. Ja, einfach weil ich halt Raketen mag. Und diese Ringdinger hier, da kam ja auch das Gerücht, dass die. Ich glaube, das ist kein Gerücht. Hier steht Red Rubin. Ja, dass die nämlich gar keine. Ihr wisst schon hier dieses Feld an den Himmel da zaubern, ne? Also diese Ausbreitung in den Kreis. Ich glaube, das sind gar keine Ringrockets mehr. Das sind ganz normale, stinknormale Raketen geworden. Und wenn das wirklich so ist, es wird ja draufstehen, dann auch liegen lassen, wirklich. Also die Ringrockets, die sind schon echt brachial. Ne? Aber das war's jetzt auf jeden Fall für das Prospekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin auf jeden Fall erstmal ciao.